Weg ist er. Hoffentlich kommt er gleich wieder. Ich habe im Boot drin gesessen. Ja, ich habe mich getraut. Jetzt sitze ich an Land, wo es sicher ist. Wo bleibt er denn? Da ist er wieder. Juhu. Hat's geschafft. Mein Schatzilein. Juhu! Juhu! Da haben wir was zu lachen. Möchtest du was sagen? Das hat Spaß gemacht. Guck mal, meine Mami, die war auch einmal auf dem Boot, und das konnte man nicht filmen. Nee. Danke. Mhm. Mit Garo sitzt. Jupp. Ups. Möchtest du was sagen? Soll ich noch eine Runde fahren? Wenn du das möchtest, dann sind wir hier. Wir machen jetzt eine Pause. Ja. Ratschlag. Okay. Tschüss. Bye, bye. Ja gut, zweite Mal ging so. Kein Fan von dieser Wackelpartie. Scheiß mir echt in die Buchse. Aber naja, jetzt ist Papi glücklich. Bin auch noch mitgefahren. Also ganz so schlimm war es ja nicht. Aber ich habe da echt Angst. Und wenn man so Angst hat, dann ist das immer so eine Scheiße. Hat mich heute überwunden, weil ich habe ihn ja wirklich lieb und hat sich Mühe gegeben. Ich wollte es in die Länge ziehen, habe gedacht, ach ja, ich brauche eine Schwimmweste, ich kann ja nicht schwimmen und dies und das und jenes und ich brauche Schüchen, weil es ist ja ekelig, wenn man irgendwo aussteigt, schwuppdiwupp hat alles bestellt und jetzt musste ich ja mitfahren, ist doch kacke, ich kann doch nicht sagen, ich alles schön rausgezögert, weißt du, und am Ende musste ich doch im sauren Apfel beißen. Naja, immer gespannt, aber war ja jetzt nicht so schlecht, bin ja noch heile. Angst hatte ich trotzdem. Aber was soll's. Pass auf, jetzt kommt der gleich wieder da um die Ecke. Lülülülüt. Na? Das ist ganz schön langsam, der Kerl. Mal ein bisschen schneller paddeln. Und eins, und zwei. Und eins, und zwei. Na, wo ist er denn? Hängt bestimmt gleich in den Büsche fest, oder was? Das wackelt immer so bescheuert. Und diese Kackfliegenbremsen, oder wie die Dinger heißen. Oh, geh weg. Ja, wo ist er denn? Ach, guck mal. Der ist noch weiter raus da. Mitten auf dem Ozean. Da kommt er. Yeah. Oh Gott. Da ist er. Ah, sieht das gut aus. Ah, schön. Okay. Und so, jetzt möchte ich aber gleich da um die Ecke kommen. Hab mich an einer anderen Stelle positioniert. Mal gespannt, ob er das schafft. Ja, er schafft das sicher. Der muss mir nach Hause fahren. So geht's ja nicht. Kann ja nicht einfach da. Da kommt er. Krokodil Dundee. Yeah. Ah. Wisst ihr was? Das sieht auf den Videos immer so einfach aus. Und so gechillt und alles easy. Und da hüpft sogar ein Hund im Boot mit rum. Ne? Aber Leute, von dieser ganzen idyllischen Sache muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir, stell dir mal vor, meine Hunde wären noch mit da drin. Alter Schwede, die haben auch Wasserangst. Das wäre Katastrophe. Aber mein Schatz hat es geschafft. Er freut sich. Ich bin noch nicht gebissen worden von dieser blöden Bremse. Ah, blödes Vieh. Da ist mein Schatzelein. Ach, guck mal. Wir sind bis jetzt so ein paar Mal ein- und ausgestiegen und jedes Mal hat es geklappt. Also es ist keiner runtergegangen hier. Außer jetzt. Nein, das schaffst du, Schatz. Super. Bin ganz stolz auf dich. Ah, du siehst aus, als wenn du sonst nie was anderes gemacht hättest. Schön. So. Ja. Das war der erste Schnupperkurs für die Mutter. Ja. Packen wir alles wieder aus. Einmalig. Ja, genau. Dann lassen wir alles erstmal nochmal sacken hier. So, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Alter Schwede. Ich habe nicht mal eines Gewicht, sondern ich muss. Wir sind auf dem Wasser und ich scheiß mir. Vater, wir fahren in die Büsche. Ey, ist das eine Kacke, ey. Das ist keine Kacke. Versuch mal, hör aus.
Ja, versuch mal. Also ich bin ja voll gesichert, ja. Ich habe eine Schwimmweste an. Ich habe Wasserschuhe an. Und das Wasser ist nicht tiefer als 15 Meter. Und ich muss schon wieder pipi. Das ist so kacke, Mensch. Ich muss dauernd pinkeln. Und, das ist nicht meins, Leute. Fatih. Du siehst so ganz entspannt aus. Ich sehe ganz entspannt aus, ja. Du siehst entspannt aus. Guck mal, hast was zu tun. Schipperst die Alte durch die Gegend. Du hast auch was zu tun. Du schwimmst jetzt gerade. Ja, ich kacke mir gerade in die Hose, aber ist ja nicht schlimm. Aber ich muss schon. Ich schätze sie nicht in die Büsche. Ah, ja. Alter Schwede, ich. Oh. Nee. Ah, verdammt, Mensch. Oh. Ich drehe jetzt wieder rum. Ja. Ich bin ja am Kämpfen mit dem Boot. Ja. Als alleiniger Steuermann. Halt die Klappe. Schatz! Oh. Nicht lachen! Sonst denke ich, du machst das mit Absicht. Oh, verdammt. Vater? Ja, ich muss ja irgendwie Kraft aufwenden. Die muss ich ins Wasser bringen. Ich dachte nicht anders. Jetzt kommen wir nicht in die richtige Richtung. Ah, das wackelt alles so. Ich glaube, ich brauche so ein, weißt du was? Am besten ist so ein Hausboot. Das war sicherer, glaube ich. Da gehst du auch nicht drauf. Doch, dann gehe ich auf ein Hausboot. Ah. So, guck mal, wir fahren jetzt genau in Richtung. Geradeaus. Dreh mal Kamera um, kurz. Ja, ich dreh um. Ah, ist das schön. Also meine Füße. Ah, nein, da. Na, da sind meine Füße. So. Land. Ja. Warum sind wir jetzt so schnell? Keine Ahnung. Das Boot weiß, wo wir hinwollen. Oh, ist das schön. Nein, das ist nicht schön. Paddel bleib hier. Nicht weglaufen. Ja. Was? Ah, warte, ich mach aus. Ich bin angekommen. Nein, bitte. Mach keinen Scheiß dahin. Schatz. Was ist aus? Halle, guck mal, da ist das Land. Nein, andersrum. Da ist das Land. Da muss ich hin. Du bist. Geil. Guck mal, die Mutter. Ja, ich bin drin. Wollen wir noch eine Runde fahren? Ja. Ja? Ja. Vater? Hör auf zu stöhnen. Ja, ich muss mal überlegen, wie ich jetzt hier weiterfahre, weil wir wenn eigentlich du, am Land Schatz, sind. So, Vater. Ja, mach nicht so einen Scheiß mit mir, ey. Ich fahre jetzt rückwärts übrigens. Heißt mir egal. Hauptsache nicht in den Baum rein da. Leute, das ist echt. Ich bin so eine. Ich habe so Angst, ey. Vater, Was machst du denn? Ich glaube, wir fahren doch lieber an Land. Ja, ich muss doch hier drehen, Bruder. Ich kann es noch nicht ändern. Oh, weißt du, hier, das Boot, das wackelt von links nach rechts. Jetzt sitzt ja ganz gut. Ja. Und das wackelt nicht. Nein. Jetzt muss ich aber wieder anfangen zu rudern. Ja. So sieht's aus, wenn Jörg rudert. Mein Rudermann. Uff, ich habe den Flieger an der Hand. Ey, geh weg. So eine Bremse, weißt du? Die machen besonders Aua. Die kann ich nicht gebrauchen. Nicht aufs Meer hinaus, Schatz. Das ist mir zu weit. Da kann. Bestimmt. Schatzi, das wackelt. Ja. Mir ist egal, wo du ihn reinhältst. Hauptsache, wir kommen wieder an Land. Alter, ey. Das ist das Schlimmste, auf die Stelle drehen, da wackelt man. Weil jetzt ein bisschen, ja. Ja. Ich piss mir deine Hose, mach voran da. Entschuldigung. Da ist noch ein Film drauf, ne? Da ist er. Ja, Land. Land in Sicht. So, jetzt mache ich Schluss, weil ich habe hier echt Angst und ich möchte gerne wieder da raus. Oh, Fatih.
Da guck jetzt. Mach dein langes Bein. Oh. Ich steig jetzt mal aus. Ja, bitte. Ohne mich umzuschmeißen. Guck mal. War das geil? Ja, nein. So. Ist gut, Bruder? Ja. Oh, Alter. Einmal. So. Zweimal. So. Jetzt drauf. Ihm hat's geklappt und jetzt gleich. Ah, ich bin draußen. Ich hab's geschafft. Alter Schwede. Ah, da ist mein Schatzi. Der hat mich nicht über Bord geschmissen. Ich dachte, er wollte mich loswerden, ey. Ah, ja. Wir sind heile da angekommen, wo wir hin wollten. So, jetzt wird das Bötchen rausgeholt aus dem Wasser. Macht der Jörg das ein bisschen trocken. Ja, ist ja blöd, wenn man das nass da reinpackt. Ja. Ja, hier sind wir an Land und machen alles trocken. Da ist das Wäscherchen hier. Ja. So, warte, drehen wir es mal um, das Bötchen. So. Ist ja nur ein bisschen Wasser reingelaufen. Vom Ein- und Aussteigen eigentlich nur. Ja. Ja gut, habe also schon mal drin gesessen, dann haben wir mal ausprobiert. Gucken beim nächsten Mal. Du hast eine Bremse an deinem rechten Knie. Jetzt fliegt sie gleich in deine Höschen rein. Dann hast du ein dickes Ei. Nein, das tut weh. So. Lindelindelindelind. Ist alles schon sauber. Könnt ihr gleich mal sehen, wie schnell das dann ausgepumpt ist. Ich meine, so luftleer. Ne? Dann macht er gleich irgendwas los und dann. Und dann fällt das in sich zusammen. Das Gedöns, ne? Ja, gut, dass du so lange Arme hast. Und so lange Beine. Kannst du immer den Fuß aus dem Boot halten und sagen, wie tief es ist. Einige verstehen das wahrscheinlich nicht, aber ich bin eine absolute Schissbuchse. Und der Jörgi war schon ganz glücklich, dass ich überhaupt mich ins Boot gesetzt habe. Aha. Und das freut mich natürlich auch. Ich will ihn ja auch nicht immer hängen lassen, aber das ist, wenn man da so Angst hat, dann kostet das mehr als Überwindung. Ja, ein Gebet nach dem anderen in den Himmel geschickt. Naja. So. So, und jetzt macht er gleich den Stöpsel raus. Stöpseli, Stöpsela, Stöpselo. Wo ist er denn? Jetzt. Hab ich mich erschrocken, ey. Guck mal, wie schnell das geht. Ui, und dann macht er Plumps. Ja. Sammeln kann. Was haben wir noch? Den Boden. Ach so. Und der? So ein Föhn. Schon ein bisschen trocken. Super. Wunderbar. So, und jetzt wird da noch ein bisschen Luft rausgesaugt und dann ist gut. Hallo. Ja. Ich denke schon. Ist auch schön, dass da so ein Barett drin ist. Dann kann man es nämlich reinmachen. Und dann flutscht das Ding nicht immer raus. So meinem Empfinden nach hat das Ding eine Beule. Aber keine Ahnung, ich sag lieber nichts. Flutschi, flutsch. Nee, jetzt bumsen auf. Okay. War doch richtig. So, jetzt mache ich mal aus, oder? Dann helfe ich ihm ein bisschen mit. Tschüss.